Hallo liebe Tennisfans, wir haben gerade das Teilnehmerfeld der diesjährigen BMW Open bei FIU AG bekannt gegeben und ich freue mich sehr, dass wir in wenigen Wochen ein enorm starkes Feld haben, das vielleicht sogar stärkste Feld der letzten 10 bis 15 Jahre. Wir haben das Comeback von Tommy Haas vor Augen, wir werden einen Ivo Karlovic sehen, der mit 2,11 Meter der aufschlagstärkste Spieler auf der Tour ist. Beide sind 36 Jahre alt, sprich stehen für eine eigene Tennisgeneration. Im Gegensatz dazu haben wir ganz junge Spieler, die Nummer 1 von Österreich, Dominic Thiem mit 21 Jahren, ein Jiří Veselý, auch 21 Jahre alt, Turniersieger Auckland 2015 bereits und ein Bernhard Tomic, der aktuell den Sprung nach vorne geschafft hat in die ersten 30 der ATP-Weltrangliste. Dazu kommt das Atlantic-Lux-Team, Vorjahresfinalist Fabio Fognini, Gael Monfils, der international sehr, sehr bekannt ist und immer für Furore sorgt, wenn er auf den Platz geht durch seine athletischen und sehr unterhaltsamen Auftritte und ein Roberto Bautista Agut, die Nummer 16 der aktuellen Weltrangliste, der als Rookie of the Year sozusagen der ATP von Nummer 75 auf Nummer 15 vergangenes Jahr gestiegen ist. Und dazu kommt, und das ist die oder das i-Tüpfelchen insgesamt auf das sowieso schon sehr starke Teilnehmerfeld, Andy Murray, die aktuelle Nummer 4. Das ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr, dass Andy Murray zu uns kommt und in wenigen Wochen bei uns, bei den BMW Open, bei FIU AG aufschlagen wird. Und ich freue mich natürlich, viele Fans dort zu sehen, vielleicht auch dich. Und wünsche dir alles Gute bis dahin und freue mich, dich beim Turnier zu sehen.